Es hat in den letzten Wochen ein bisschen Fahrt aufgenommen. Es war auf jeden Fall ein unglaubliches Gefühl, weil der BVB ist ein Riesenverein, hat unglaubliche Fans. Ist für mich was sehr, sehr Besonderes gewesen. Einer der größten Vereine ist auf einen zugekommen und hat gesagt, wir wollen dich haben. Da musste ich auch erstmal ein paar Tage drüber schlafen, ehrlich gesagt. Aber ja, relativ schnell ist mir dann auch klar geworden, dass ich das machen will und einfach sehr froh auch jetzt bin, hier zu sein. Pure Vorfreude auch. Ich bin gespannt auf die Jungs, die irgendwann dann kennenzulernen. Ich glaube, jetzt erstmal geht's ein bisschen in Urlaub, ein bisschen Zeit zu verbringen mit der Familie, nochmal zu regenerieren. Und dann freue ich mich auf die Jungs, auf das Ganze hier, auf die Fans vor allem auch, dass wir da auch unbeschreibliche Momente erleben können zusammen. Er hat nur Positives natürlich erzählt, was für ein Riesenverein das ist, was für eine Wucht man entwickeln kann. Vor allem auch, wenn man erfolgreich ist. Auch gesagt, dass es nicht einfach immer ist, weil der Druck ist schon enorm. Aber ich glaube, so wie ich die Jungs kennengelernt habe, konnte jeder damit umgehen und weiß auch, wenn man erfolgreich ist, was für ein Riesenverein das ist. Und überredet haben sie mich jetzt nicht. Die haben schon mir die Entscheidung überlassen, aber klar, wenn man dann sich gut versteht, dann fällt das auch einem noch einfacher, zu etwas Ja zu sagen. Und das war auch von Anfang an der Fall. Auch Menschen, Emre, Schlotti und auch Fülle, die auch immer gewinnen wollen. Auch genau das, was ich, wie ich auch selber bin. Deswegen war es mir dann auch, fiel es mir auch einfacher, dann auch Ja zu sagen. Wenn man mich jetzt nach persönlichen Zielen fragt, dann werde ich immer sagen, dass wir Erste werden wollen. Das habe ich, seit ich denken kann, eigentlich immer verfolgt, das Ziel. Aber ja, es wird natürlich ein harter und schwieriger Weg. Aber ich glaube, jeder möchte das Maximale erreichen und das versuche ich auch persönlich und auch dann mit allen zusammen zu erreichen.